gut abgekommen ist hier. Reine de Fleur an der Innenseite, außen auch Dormio mit einem guten Start. Dormio vor Reine de Fleur, vor Double or Quits mit Best Spirit, vor Irukandji. Dahinter dann Jet Cologne mit Diary of Dreams, vor Alpinius, vor Miss May, dann Richelieu und Straßburg an letzter Position. So haben sie die Gegenseite verlassen und sind im Schlussbogen zu sehen. Dormio und Philipp Minarek haben die Spitze, führen hier vor Best Spirit. Dormio an der Innenseite vor Best Spirit in zweiter Spur, dahinter Reine de Fleur an dritter Stelle vor Double or Quits, dahinter dann Irukandji innen vor Jet Cologne, außen in dritter Spur Diary of Dreams, dahinter dann Alpinius vor Straßburg, vor Miss May und Alpinius an letzter Position, Diary of Dreams war davor auszumachen. Die Pferde sind in der Zielgerade angekommen, 400 Meter noch bis zum Ziel im Bwin BBRG Auktionsrennen. Die Spitze bei Dormio. Dormio hat die Führung hier vor Best Spirit in der Bahnmitte, dahinter Double or Quits, innen ist Reine de Fleur. 250 Meter noch bis zum Ziel, Dormio voraus. Dormio löst sich hier von Best Spirit, innen kommt Reine de Fleur noch einmal wieder, dahinter dann Double or Quits mit Alpinius hier in der Bahnmitte, vorne ist der Dormio. Die letzten 100 Meter, Dormio, Best Spirit, außen Alpinius, Dormio ist voraus, Alpinius ist der schärfste Angreifer, kommt näher und näher, aber Dormio gewinnt das Rennen. Dormio gewinnt vor Alpinius, dahinter dann Reine de Fleur, dritte vor Miss May, dann Best Spirit vor Jet Cologne mit Diary of Dreams, Double or Quits, dann Straßburg vor Richelieu und letzter Irukandji. Der Favorit, Dormio im Bwin BBRG Auktionsrennen in Dresden unter Philipp Minarek.